Heute ist der 24. sowohl wo ich das aufnehme, als auch wo ich es hochlade. Ich werde kurz etwas zeigen. XL-Bonbons bei einem Pokémon, wo ich ein wenig farmen war, denn man hat was im Code gefunden. So, ein 100er Hydropie und 227 XL-Bonbons. Bei mir in Wien gibt es ein gutes Nest und immer wenn es geregnet hat, habe ich da vorbeigeschaut, eine Runde gedreht, 10 Hydropie oder so eingesammelt. Und das ging schon ganz gut ab, denn ich glaube, ein Sumpex wird heftig. Auf jeden Fall wünsche ich allen einen schönen Tag, besinnlichen Tag, den Umständen entsprechend. Ja, es war ein sehr verrücktes Jahr für uns alle, denke ich mal. Wir machen heute ein relativ schnelles Video und am schnellsten verlief das Set mit dreimal Konfusion und deshalb ziehen wir das durch. Da muss man sich auch nicht allzu sehr konzentrieren, dann kann ich vielleicht auch noch mit euch quatschen. Also, genau, Lockdown hier, Ausgangssperren da, beziehungsweise Einschränkungen und wie viele Leute, dies, das, Ananas. Es wird definitiv ein anderes Weihnachten. Eigentlich kann man ja heute noch nicht sagen, frohe Weihnachten, oder? Denn heute ist Heiligabend, der 25. ist dann Weihnachten, aber wollen wir nicht so kleinkariert sein? Das ist ja völlig egal. Ich muss sagen, ich bin nicht so ganz in dieser üblichen Stimmung. Kein einziger Schnee, ein einziges Mal gab es Schnee im Spiel. Da habe ich auch die Meltonbox gezückt und ansonsten gar nicht, weil ich immer auf Schnee warte, weil oft ist es dann so. Genau dann, wenn Schnee kommt, habe ich die Meltonbox nicht bereit und ich hätte eben noch gern einen 100er und ohne Wetterboost. Na, unmöglich, aber da entgehen einem auch die XL-Bonbons ein bisschen. Okay. Und dieses Dragoran hat sich die Energie aufgehoben, aber mit den XL-Bonbons. Vielleicht auch so ein kleines Weihnachtsgeschenk an alle, die das bisschen so verteufeln mit den XL-Bonbons, was gefunden wurde im Code und was ja natürlich überhaupt nichts zu bedeuten hat. Aber ich werde schilden. Aber was gefunden wurde, ist Folgendes. Und zwar, dass man mit dem Kumpel im Code, nicht offiziell und so, dass man mit dem Kumpel XL-Bonbons findet. Okay, du hast nicht gedrückt. Perfekt, so gefällt mir das. Und nun, das ändert plötzlich alles. So Galaflunschlick und andere Pokémon, wo man in der Vergangenheit vielleicht gesagt hat, ja, die wird nie jemand auf XL Level 50 und so bekommen. Plötzlich, aha, wenn man mit dem Kumpel dann rumspaziert, eventuell schon. Na, ich hätte wegen der Wechseluhr warten sollen. Das war doof von mir, denn ich habe ja nicht sofort gewechselt. Ja, und auch Legendäre. Das ist zwar heftig, also wir wissen nicht. Angenommen, es kommt. Wir wissen nicht, ist es dann, wäre es dann garantiert, dass man, wenn man eben ein normales Bonbon findet und die Mega-Energie bekommt, so dass man genau da dann auch ein XL-Bonbon erhält dementsprechend. Das Dragoran hat Orkan eingesetzt, von daher schiele ich einfach jetzt hier direkt. So, aber falls dem so wäre, ich glaube für Legendäre muss man 20 Kilometer zurücklegen und das sind dann in etwa 6000 Kilometer für, na, so, und leider, oh Moment mal, was? Komm schon, das war durchaus schade, dass ich mit 100 Energie drauf ging, ohne eine Attacke geschafft zu haben, aber wegen Feuer oder im Einzug, ne, kann man nichts machen. Ja, das mit den XL-Bonbons. Auf der einen Seite freut es mich, auf der anderen Seite, Hydropi hätte ich echt nicht so jagen müssen oder irgendein nicht legendäres Pokémon, weil die kann man sich wirklich mit dem Kumpel-Feature dann holen, wenn das so kommt. Und ich bin ein Freund des Kumpel-Features. Nun werde ich das vielleicht auch irgendwie kombinieren. Die Pokémon, die Mega-Energie geben, plus die Pokémon, die noch dazu, Moment, versuchen wir eine Attacke abzufangen und 3. Nein, das war schon mal keine abgefangene Attacke. Und 5. Na gut. Dann schilde ich vielleicht Drachenpuls oder so.
Jo. Fokusstoß. Okay. Hat zwar eine Resistenz ebenfalls. Jedoch eine Galagladi. Na gut. Ich muss echt sagen, weil ich das Kumpel-Feature so mag, weil ich XL so mag, das wäre schon ein Weihnachtsgeschenk für mich. Wenn das echt kommen würde, irgendwann. Es wurde nur im Code gefunden. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Aber da werde ich ein wenig überlegen, was ich da in Zukunft so fokussiere. Denn jetzt habe ich zum Beispiel noch ein Beaver, obwohl ich eines schon als bester Kumpel habe. Aber weil man da so einfach die Mega-Energie sammeln kann. Na und von daher dachte ich mir, das kann man ja mal wagen. Nahkampf sogar, okay. Du bist jemand, du gehst definitiv aufs Ganze. Dann komme ich jetzt hier mit rein und werde, glaube ich, kein einziges Mal, obwohl jetzt hast du Nahkampf, schade. Ne, doch nicht. Perfekt. Ja, Schnee wäre schön, also wirklich. Jetzt hier Schnee im Spiel für dieses Video, das wäre ja perfekt. Ein einziges Mal hatte ich es, aber ich glaube, da habe ich das Video nicht hochgeladen. Aha, direkt rausgegangen. Vermutlich ein Kampf-Pokémon noch hinten drin. Naja, weil Schnee. Das finde ich, ich finde es irgendwie interessant, wie der Speicherplatz so von dem Video berechnet wird. Ich meine, logisch irgendwie. Hier zum Beispiel dieser Screen. Wenn ich 20 Minuten lang diesen Screen aufzeichnen würde, hätte das Video beispielsweise einen Gigabyte. Im Vergleich dazu, wenn 20 Minuten lang ganz viel passiert, viele Pixel bewegen sich, Farben, dies, das, dann sind wir anstelle von einem Gigabyte bei 7 bis 10. So ein krasser Unterschied ist das eben. Oh, Barrikadax, das habe ich in dem Video gesagt. Mit dem Team verliere ich eigentlich sofort gegen ein Barrikadax, aber komplett. Wirklich komplett. Okay, ja. Das ist perfekt. Also das ist so wirklich eine bessere Antwort gibt es eigentlich nicht auf dieses gesamte Team. Und dass ich nicht mal eine Attacke geschafft habe, war auch perfekt. Gut. Aber wir versuchen weiter. Wir versuchen es noch. Ich habe in diesem Jahr, außer für meine Freundin, keine Geschenke besorgt. Weil, ich meine ja, ich... So, wenn ich Pokémon spiele, dann da, wo keine Leute sind und so. Aber irgendwo Einkaufsstraßen, Shopping Malls, Geschäfte, viele Leute und so. Das ist mir nicht unwert. Ey, das ist schon vorbei. Der Kampf, da kannst du, da machst du nichts. Genau, da habe ich in diesem Jahr nicht sonderlich viel. Also meine Freunde, Familie und Verwandten bekommen Liebe von mir. Ganz viel Liebe. Die ist gratis, kostenlos, aber definitiv nicht umsonst. Ja, und ansonsten hoffe ich natürlich, dass alle das Jahr irgendwie hier gut ausklingen können, lassen können. Ja, hoffentlich nicht arbeiten müssen jetzt so an den nächsten paar Tagen. Aber ja. So, und Glurak, also perfekt. Perfekter hätte es eigentlich nicht laufen können. Egal, was ich reingewechselt hätte, egal, lassen wir hier noch fertig machen. Ein erlöstes sogar. Wunderbärchen. Wäre dann mal interessant, ob irgendwann kommen sollte, dass die Erlösten gegen Krypto zum Beispiel mehr Schaden machen, um die ein wenig einzudämmen, weil die sind ja schon stark. Schon nicht so schlecht. Auf jeden Fall schnelle Kämpfe. Ich hätte hier sofort aufgeben können, als ich vielleicht Barrikadax gesehen habe und dass ich die Attacke nicht abfangen konnte und danach kommt Togekiss rein. Ja, mit so einem Kampf kann man, mit so einem Team kann man die Kämpfe relativ schnell zu Ende bringen. Okay. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Stromstoß so machen wird. Magnezone ist natürlich auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ich setze hier schon mal ein, dann schildest du vermutlich nicht vor dem Stromstoß. Und nun? Oh, du schildest doch. So, du wechselst, das ist perfekt. Du wechselst noch bevor du Stromstoß eingesetzt hast. Und ich werde aber... Ich hoffe, ich überlebe das. Ah, ich muss hier drücken. Schade, ich wollte noch Psychokinese machen. Ich dachte, ich schaffe noch Psychokinese, aber... Trifzepeli hätte 2 Sofortattacken geschafft und dann wäre ich draufgegangen. Na, schade. Hier,
zack, und ich glaube, ich, oder hätte ich es gepackt? Vermutlich eigentlich schon. Na, ah, das hätte ich schilden müssen. Das hätte ich in Wahrheit, hätte Fahrradkette schilden müssen. Na gut, Eissturm nicht sehr effektiv. Bitte kein Spukball. Okay, am 24. läuft es leider nicht so gut. Da erwische ich alle Dinge falsch rum. Aber das macht nichts. Das macht definitiv nichts. Jo, also mit den XL-Bonbons, da habe ich ein bisschen, muss ich echt sagen, ein paar Fehler begangen, dass ich da jetzt so viel reingefarmt habe. Und auch 7 Kilometer Eier habe ich ordentlich gebrütet. Wenn die wirklich mit dem Kumpel-Feature kommen, na dann, Prost Mahlzeit, wird das definitiv etwas einfacher, gezielt ein Pokémon zu erhalten. Na, vor allem sagen wir jetzt nur ein Beispiel. Hornliu benötigt 1 Kilometer. Das sind, und da muss man nicht großartig rechnen, 296 Kilometer. Wenn denn wirklich jedes Mal ein XL-Bonbon kommen sollte. Das ist alles nur Spekulation und Theorie und so weiter und so fort. Aber genau, das wär's mal. So, was war nochmal dein anderes Pokémon? Na, das Ding hier. Mit gefühlt 100 Energie. Also von daher ist das auch schon vorbei. Spiegelsalve. Und da ist die nächste Attacke. Genau, 3-mal Konfusion. Aber ich glaube, als ich das einmal gemacht habe, da ging ich nur positiv, oder? Aber auf jeden Fall hatte ich in Erinnerung, dass die Kämpfe sehr schnell vorbei waren. Und das ist auch so, 12 Minuten und ich bin durch, oder? Ah nö, einen Kampf haben wir noch. Einen Kampf haben wir hier noch. Bei uns in Wien, in diesem Jahr, nein, nicht in diesem Jahr, in dieser Saison, oder wie sagt man, ich glaube Anfang des Jahres gab es, jedoch keine einzige Schneeflocke. Mich wundert es ja auch wirklich, dass wir einmal Schnee im Spiel hatten. Das finde ich schon krass. Aber besonders all diese Stahl-Pokémon. Boah, ich habe nicht bedacht, wegen Nahkampf muss ich ja aufpassen. So, und ich gehe direkt auf Psychoschock. Und hier habt ihr gesehen, obwohl ich die Konfusion vorher eingeleitet habe, ist sie erst jetzt angekommen, logischerweise. Und wo sie angekommen ist, zählt schon die Senkung der Verteidigung. Na okay, ein Slimog. Das ist... Heute kommen gerade echt die Pokémon, die alle gegen mich komplett, gegen mein gesamtes Team stark sind. Das ist... Oh, was, du schienest sogar? Was? Jetzt müsste ich eigentlich... Ah, mit Kokowai und Psychokinese. Wenn ich jetzt hier schilde, ich erreiche nichts mehr. Oder mit Galagladi und Nahkampf? Ich glaube Galagladi und Nahkampf. Ich lasse aber die Uhr noch ein bisschen runter ticken. Genau, Bronzong zum Beispiel. Ich meine, doof, dass ich Bronzong schon zum besten Kumpel habe, aber würde ich einfach noch eines hochziehen. Bronzong? Kann ich locker dann auf 2500 bringen. Wenn das denn kommen sollte. Dass man mit dem Besten nicht noch eine Attacke einsetzen. Mit dem besten Kumpel oder mit dem Kumpel-Feature sich XL-Bonbons holen kann. Da, das wäre dann richtig so die Motivation. Das fände ich echt krass. Also, würde mich wirklich freuen darüber. Bitte setz noch ein, setz noch ein. Nein, du setzt leider nicht ein. Empoleon. So, haltet mich für verrückt, aber Samenbomben ist so ein schwacher Move und ich glaube zwei, würde ich zwei noch erreichen. Ja, obwohl, wenn du jetzt nicht gleich einsetzt, okay, zwei Samenbomben hätte ich vermutlich erreicht. Aber hättest du auch so lange mit dem Einsetzen gewartet, wenn... Und so weiter und so fort. Habe ich eine Attacke ready? Ich glaube, nein, ich habe gar nichts. Ah, ich hätte auf die Samenbomben... Okay, Moment, aber Galagladi hat nicht eingesetzt, oder? Das wird, glaube ich, noch knapp. Das wird noch knapp, aber ich mache hier gerade auch irgendwas. So gefühlt. Habe ich ausgeholt oder war das nur so irgendwie ein kleiner Tanz? Also wenn ich das überlebe, dann wird es ein Gleichstand. Glaube ich. So, jetzt bin ich gespannt. Ah,
IV sind egal. Entweder er hätte irgendwie mehr haben müssen, dass seine Laubklinge einen Schaden mehr macht, oder ich hätte irgendwas anderes haben müssen, dass meine KP um eins niedriger sind. Egal, auf jeden Fall. Das Video halten wir kurz mit Absicht, denn ich habe so immer die Erfahrung gemacht, und das ist ja auch logisch. Also am 24. 18 Punkte runter, ho ho ho, da haben die Leute sowieso Besseres zu tun, als Videos zu schauen. Von daher nur so ein kleines Status-Update. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Heiligabend, frohe Weihnachten und mögen reichlich Pokécoins unter eurem Weihnachtsbaum liegen. Tschüss!